Spielstil ausnutzen kann. Ja, also bei Sonic muss man einfach von vorne bis hinten passiv und Lane spielen, weil sonst macht er dich fertig. Und man hat mir auch einfach gesehen, wofür er dann in dem Moment gedacht, okay, gut, jetzt kann ich ein bisschen mehr machen und sofort Game verloren. Manchmal geht er ja ganz schlimm, ist, wenn er so ein Ultra-Instinct geht. Wenn du ihn killst, dann wartet er manchmal so 5 Sekunden auf der Angel-Plattform und danach ist es vorbei. Genau, ja. Ultra-Instinct-Modus. Okay, Jungs, das nächste Set hier, und auch mega spannend eigentlich. Ja, Kombos hier von Buffy. Ja. Und hier auch sehr schön, wichtig, er hat den, die Bombe nach oben geworfen, weil der Parasol von Peach den sonst mit der Hitbox kürzt. Ah, Junge, was ist die Detailarbeit? Vor allem, woher weißt du das? Weil das doch bei Lucina so ist. Ah, okay. Und ich habe mir das jetzt gerade so gedacht, okay. Ja, mega cool. So, weil ja die Dynamik wieder über die Kante. Dementsprechend sehr smart von Wolf, dass er dann die Bombe hochwirft und dann währenddessen... Genau, ja. Seinen Ledge-Up eben macht. Und direkt adapted, macht die High-Side-B und den Jump-Bomb-Throw zu Call-Out. Sehr, sehr smart. Ja, hier auf jeden Fall, der Buffy hat schon wieder einen krassen Start hingelegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein, vielleicht sein, so ein Attribut als Spieler, dass er immer gute Starts hinlegt und dann gegen Ende wird es immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob man das so unterschreiben kann, aber... Also er ist auf jeden Fall einer, der, ich spiele ja viel gegen ihn, ich wollte sagen, es ist gar nicht mal so unwahr, dass man eher ein Wissen braucht, um so zu raffen, wie der spielt und dass er dann, wenn du nicht so gut reinkommst, er dir dann mit Boomerang, Bomb-Kombos etc. direkte 50-60% reinhaut. Ja, stimmt. Jetzt, wobei, das war schön auf Cross-Up. Das war einfach, obwohl Parry, war die Down ja kein True Punish. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte er Down tilten können. Ja, stimmt. Aber schön reagiert hier von Woffy und jetzt ist praktisch wieder even. Wobei, aber Peach ist halt wieder so ein Ding. Also sie hat ja schon 57%. Jetzt ist schon fast... der Kill da. Eine Forward Air an der Ledge und dann zum Matchguard. Okay. Wobei, der hat halt die Bomb-Recovery. Ich glaube, da kann er immer wieder sehr gutes Spacing. Mit der Nair einfach außerhalb der Grip-Range. Das Corner-Pressure gerade ist so clean. Ja. Er ist das schon ist seit Smash-Will einfach. Für 3 Sekunden dort. Ich weiß noch nicht, welches Stages Link gern spielen will, aber gegen Peach auf Smash-Will. Link hat keine schlechten Stages. Ganz, ganz unangenehm, meiner Meinung nach, weil du immer up close spielst mit ihr. Stimmt, ne? Also ich und weiß, gegen sie muss ja ganze retreaten eigentlich. Der feiert zum Beispiel sehr krass, also der mag die Stage. Auch einfach, weil er dort viele Opportunities für seinen Bomb-Ledge-Shutting bekommt, natürlich. Aber man muss mal gucken, wie das gegen Peach ist. Also gegen Peach ist ja auch, man muss eigentlich, wenn man gegen Peach auf Smash spielt, einfach besser Ledge-Trap mal ziehen in dem Game. Weil sonst ist halt hart. Hier sieht man eine missepolierte Up-B gerade, weil sein Schildkopf gefehlt hat. Ah, da war die Forward Air. Der Klassiker bei den Peach-Mains. Sehr belastend. Die sind so gut mit den Forward Airs. Die machen ja immer so einen kleinen Float und dann so einen Fast-Form. Dabei sieht es so schnell aus irgendwie. Also die Float-Canceln basically, ja. Genau, ja. Aber halt so auf unterschiedlichen Höhen, deswegen weiß man nie, wo genau das jetzt herkommt. Die Forward Air. Jetzt wieder Bomb-Ledge-Trapping. Er hat gerollt. Ja, und das ist eine Sache, weil die vergessen wir viele. Sie hat die Top 2 Ledge-Roll im Game. Genau, stimmt, hast du ja vorhin erwähnt, ne? Die geht so weit auf. Was ein Dash? Ah, Dash-Attack, falsch die Call-Out. Allgemein geht auch mit richtigen Dial-Kids, mir sicher. Normalerweise ist ja Jump-Getup mit so das beste Getup im Spiel für die meisten Charaktere, aber Peach wird es gar nicht so oft machen, weil die halt lieber grounded bleiben will. Ja. Deswegen gegen Peach würde ich eher auf normal Getup und Roll aufpassen. Ja. Und meistens funktionieren so normale Ledge-Trap. Oh, er gibt einen Down-Smash. Ja. Und manchmal funktionieren so normale Ledge-Trap-Flowcharts nicht gegen Peach, einfach weil ihre Ledge-Roll so weit geht. Ja, man muss halt auch immer drauf achten, das hat mir glaube ich schon erwähnt, ob sie noch floatet oder nicht. Ja. Dann kommen noch 4 Milliarden Mix-Ups dazu. Jetzt gute. Er hatte eigentlich einen ziemlich guten String bekommen, aber ich glaube, er hat da gedoublejumped. Ja, er hatte keinen Doublejump. Ja, das heißt, er konnte jetzt seine Follow. Oh mein. Das war, er wurde einfach. Er hat gemacht? Er ist halt misspaced, ne? Also, man kann schon sagen, dass es seine eigene Schuld war, aber. Aber trotzdem, so. Und der Rob ist einfach reingerollt. Easy gekillt. Ja, bei 70%, ich glaube, es wäre der Kill gewesen. Side-B in der Corner ist ein Klassiker. Ah, sehr wunderschöner Kill. Reagiert noch gut gereadet den DI von. Hoffe bei der Bombe. Hoffe, tut mir leider ein bisschen leid. Ich hatte jetzt 3 Games sauknapp gespielt, aber alle verloren. Vor allem sogar gegen Second und First Seed, ne? Eben, also das Ding ist, es ist halt knapp, aber davon kann man sich im Endeffekt nichts kaufen. Ja, deswegen ja am Ende steht da leider nur 0-2. Also ja, genau. Ja. Läuft leider so. Also ist man O2, but close. Ja, der Klassiker, ne? Was man auf jeden Fall hier nochmal erwähnen sollte, bei der Bumpelkar von Link, der kann je nachdem, ob er hoch, runter oder gar nicht die Alt, so basically bestimmt, wo er landet. Und da hat Robin einfach gereadet, halt overshootet und über die Stage geht und das war einfach sehr schön getan. Ja, stimmt. Und man muss halt auch bedenken, du musst dann auch, wenn du so mit dem Multi den treffen willst, auch reden, wo genau der dann auch landet. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil sonst trifft vielleicht der erste Hit und der fliegt dann weiter. Ja, das heißt, er war schon horizontal und vertikal einfach perfekt genau da, wo er stehen muss. Bei der Abwehr am Ende. Glück gehabt, dass er die Downhill-Kombo gedroppt hat. Normalerweise sind das 60%. Wollte ich gerade sagen, das sind jetzt nur 25% geworden. Also das muss dann wirklich sich, also bei Low Percent muss man eigentlich nur auf den Downhill von Peach aufpassen.
weißt du, der Kombo-Starter Nummer 1 also, ist. Landing näher, also Float näher, Float Back Air und diese Downed Combo und halt Down. Deswegen selbst Float Down Air kann dann ja Down Air, Drag Down Up Air machen, was dann auch ein Downed Combo. Also ja, basically stimmt. Jede Area Combo außer Fair. Aber wobei Turn Off Throw Combo auch, oder? Ja, ja, lasst euch einfach nicht treffen, meine Ja, genau, ich glaube, das war der Fazit. Ja, don't get hit. Ja. So, man kann schön campen, wenn sie dann Down Throw F-Tit bekommt bei 0, ja, take that. So ist fein. Dann hat sie auch kaum Downed Combos mehr. Okay, gute Abwehr hier, wieder als Enter, ja. Klappt sogar gegen links näher, einer der besten Nairs im Spiel. Oh, und er geht sehr, das war gut. Also mega clean. Durch Abi wäre er gestorben, durch den Konter. Was auch viele nicht wissen, Link kann ja nicht direkt bomben, nachdem er weggelockt wurde, weil der muss immer vorher immer ein bisschen driften. Weil sonst würde er in die entgegengesetzte Richtung fliegen. Schöne Berge hier. Da muss man so kurz driften und dann kann er die bomben machen. Ja. Ah, der Rom ist schon wieder mega schön gemacht. Ich glaube, sein Corner Pressure ist so ein bisschen die Stärke, die wir bei ihm am meisten sehen. Gegen Fanny war es auch schon so. Ich würde aber sagen, Advantage State in general. Also, das ist auf jeden Fall Robin, der dann auch weiß, okay, jetzt spiele ich ein bisschen, sagen wir mal, disziplinierter Advantage State. Und manchmal kommen wir nachher die Call-Ups und Upsmash. Und da wieder Glück gehabt. Das hätte auch wieder mindestens 50% sein können. Also, halt egal. Er wird halt nicht getroffen, er kriegt den Schaden drauf. Und 70% sind schon viel, ja. Und da war die Backer nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, wenn er die Backer richtig spaced, also richtig timed aufs Schild, kann man es wahrscheinlich nicht abbiegen, aber Robin hat die ein bisschen zu hoch gemacht. Ja, die war ein bisschen sehr. Deswegen sehr gut reagiert mit der Abbieder. Das ist ein Stitch, ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Das hat der Woffi wahrscheinlich auch nicht gesehen. Kurz aufgelöst. Oh, schöner Schild-Tilt Nein. Um nicht von der Nähe geschildpoppt zu werden. Das war ein Mixer, oder? Hat er die Turn im Real grabbed? Ja, ne? Ja. Ich glaube auch, ja. Er sah cool aus. Hätte länger sein können, die Combo, aber ich sag keine 20% als Top-Kick. Auf jeden Fall, ja. Oh, da ging gerade die Bombe von alleine hoch. Hätte er fast gekommen. Sieht auf jeden Fall schwerer aus als das Game davor, wo der noch relativ das Game knapp gehalten hat. Das hier, da rennt er ein bisschen weg darum mit dem Lead. Oh nein. Das war, glaube ich, aus Versehen. Ich glaube nicht, dass es extra war. Und halt wieder der Tacken, dass du dann gleich lässt, eh wie bei Bruno. Ja, und dabei, ich glaube, es war wieder die Distanz, wo man sich halt sehr unsicher ist, ob man tacken muss oder nicht. Ja. Hart. Leider. Aber ey, das erste Game war mega gut gespielt von Woffi. Es waren auch am Ende nur kleinere Fehler, die das jetzt entschieden haben. Ja. Aber ey, schade, der Woffi hat echt knappe Games und. Das war das erste Game, was er ein bisschen verloren hat. Die ersten drei waren echt sehr knapp.